Wir losen aus in 3, 2, 1. Michi! Junge, die 50-50, let's go. Ich muss noch ganz kurz anmerken, dass ich leider alle meine Sets und Leads schon vor dem allerersten Kampf geschrieben habe. Du hast sogar deine Leads geschrieben. Hast du geschrieben, mit welchen Mon du leadest in jedem Kampf? Du hast dir für jedes Match schon jetzt schon ein Lead ausgesucht. Ach du Scheiße. Und was war das? Du hast irgendwie ein Ayu-Team oder so? Du machst dir so eigene Regeln, um es dir schwerer zu machen. Okay, ich bin sehr gespannt, womit Michi jetzt um die Ecke kommt. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, Michi ist ready. Wir sehen. Oha. Das sind wirklich unkonventionelle Mons. Ich bin auch dafür, dass Michi gewinnt. Ich würde sie mies gönnen. Ist ja übel sick, wenn er einfach das Ganze jetzt hier so auch nochmal gewinnt. Das ist ja übel sick. Okay. Ich sehe so die ersten Monster und denke mir so, Bro, was soll ich dagegen machen? Aber gut, schauen wir rein. Gerne, Chris, gerne. Sehr, sehr gerne. Die Metagross im Lead. Verändert auf jeden Fall, dass ich die Rocks rausholen kann. Er könnte Schuckeberry sein. Bringt ihm aber nichts, weil ich Anspannung habe. Verhöhner ist keine Option, ich muss für EQ gehen. Ich glaube, er wird sogar eher für BP gehen als Meteor Mash, ja. Das war, glaube ich, klar. Bei BP, also Meteor Mash. Klar, können Attack Boost bekommen, aber braucht er halt nicht, ne? So, wir hauen ein bisschen mit EQ Schaden raus. Zap, zap, ab. Dann gehen wir raus. Ich sage, ich hätte vielleicht sogar maybe Rocks into Zapdos machen können. Wäre maybe auch ein Ding gewesen. Oh, er wächst echt hier raus. Junge, er hat mich gelesen wie ein Buch. Holy shit. Ich bin einfach ein offenes Buch für ihn. Come on, Rocks. Oh, er wechselt eigentlich hier raus. Okay. Er hat wahrscheinlich... Ja, er hat X-Bart predicted. Er hat, glaube ich, X-Bart predicted. Ich wollte anders spielen. Tschüss, Jolteon. Come on, Lord. Skin. Jetzt raus in der Aerodactyl. Ich kann mir vorstellen, dass er wieder rauswechselt. Okay, dieser bleibt drin, aber das ist fein. Das ist fein, actually. Weil so komme ich safer. Also entweder wäre ein Blitz rausgegangen, was okay wäre. Oder ich komme halt free in mein X-Bad rein, was halt auch nice ist. Was, glaube ich, auch fein ist. So. Jetzt gehen wir für Ränkeschmied. Wenn er unaware ist, das ist okay. So, er wechselt echt hier raus. Wirklich, vielen, vielen Dank. Und er geht raus in Jolteon. Korrigiere mich gerne, falls ich falsch liege. Aber die haben doch beide 130 Speed, ne? Die haben doch beide 130 Speed. Der wird doch wohl kein Scarf Jolteon spielen, oder nicht? Ja, da kommt die Matschbombe. Und der lebt die? Junge, X war so ein Loser. Ich hätte für Air Slash gehen müssen. Wusste nicht, dass Crobat so eine Lusche ist. Holy shit. So eine Lusche. Ja, ich glaube, das ist GG. Es sei denn, das schafft es irgendwie, Morlo zu besiegen. Ich will dieses Matchup eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich alles für einen Win tun, aber ich will noch Statik, ne? Wenn ich ja Zwinger hätte, wäre das besser. Okay, ja, Toxic, okay. Dann ist es GG. Dann ist es GG. Man, wenn Crobat X-Butter gekillt hätte,
Ich glaube, dann wäre es GG gewesen. Ich glaube, dann wäre das Action GG gewesen. So nicht. So allerdings nicht. So, ich habe jetzt versucht, Jolteon jetzt so halt noch rauszunehmen. Aber wenn er tatsächlich Toxic spielt, dann spielst du. Gönne mir noch den Killer auf Jolteon. Er gönnt mir nicht mal den Killer auf Jolteon, so gemein. Er gönnt mir nicht einmal den Killer auf Jolteon. Death Drop. Crit, oha. Junge, nicht schlecht. Ich glaube, ich werde hier surrendern, Chat. Ich glaube, ich werde es. Dann werde ich nicht surrendern hier, oder? Ich glaube, wir surrendern hier, Chat. Wollen wir uns das ersparen, ja, ne? Dann hätte das maybe ein GG werden können. Ich hätte maybe noch ein bisschen was über seine Movesets herausfinden können. Dafür wäre es vielleicht noch klug gewesen. Das wäre vielleicht noch klug gewesen. Aber naja, egal. Ersparen wir uns das Ganze. Bin sehr gespannt. Vielleicht sehen wir auch instant drei andere Mons von Michi, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Wir sehen Quirtle und Zacenia. Ja? Junge, was? So ein Mad Lad, Alter. So ein fucking Mad Lad. Ich sage, wir sind schon. Da muss ich schon dicke Eier für haben. Da muss ich schon sehr dicke Eier für haben. Okay. Dann haben wir den Kurdel-Lied. Haben wir den Kurdel-Lied, das war klar. Selbst wenn es Scarf ist, sind wir schneller. Ich weiß nicht, ob er rauswechselt in Quagsire. Könnte er maybe. Aber er nimmt ihn wie einen Mann. Der ist für Steph. Guts! Ich bin Guts, oder? Er gönnt nicht. Er gönnt nicht. Wetter ist strong, ja, aber so 10 Jahre und Kurt ist auf jeden Fall wild. Hätte er Guts gegönnt, wäre so geil. Wobei, wäre er wahrscheinlich einfach in. Dann wäre er, glaube ich, in Mono rausgegangen. Ich meine, er könnte jetzt immer noch ein Warlord rausgehen. Ich hätte maybe rauswechseln sollen. Ja, ich glaube, der Warlord-Switch war relativ obvious hier. Nee, Victory Bell kommt rein, lol. Oh, ein Shiny, Alter. Strong. Gut. Gut. Ich dachte, der kann Meteorologe, oder? Ich werde einmal scouten. Ja. Kann Meteorologe. Das heißt, ich lasse Heracross hier sterben. Und dann gehen wir raus in. Pinsy lebt halt keinen. Hoffen, dass Pinsy lebt. Nee, machen wir nicht. Nein. Oh, bringt er gar nichts, ne? Hm. Puh. Hilfe, Kreutscher. Er liegt ja nie im Leben. Das wäre einfach. Feuerattacke in der Sonne und so kann er gar nicht leben. Ja, nee. Ich glaube, der wird auch den Heißbrocken tragen. Er müsste für BP gehen. Das macht keinen Unterschied, aber er hat eh noch Quagsire. Den kann ich ja niemals töten. Macht sogar sehr, sehr guten Schaden, aber Ditte reicht nicht. Wir haben keinen Life-Up auf Sazinia gesehen, das ist interesting. Aber gut, damit holt Michi sich auch mit Sazinia und Kurtel direkt Win Numero Dos. Okay. Er nimmt Sazenia ohne Sonne mit. Okay. Ich überlege, mit Ditto zu leaden. Hm.
Metagross, Morlord und Satzenia. Willi mit Ditto. Ehrlich, mit Metagross, das ist fein. Das ist echt in Ordnung. Finden wir Metagross Moveset heraus. Die Frage ist, ist ja. Das Policy gibt es hier nicht. Ist er vielleicht Bandit? Whip Punch hat immer ja zu runter auf 1 HP gebracht, aber ich glaube, das hätte er auch ohne Band geschafft. Könnte schon Bandit sein, ne? Sternenhieb. Zen. Headbutt. Explosion. Das sieht mir nach einem Bandset aus, wenn ihr mich fragt. Geht einmal für Sternhieb. Ich glaube, wir finden es jetzt einfach heraus, ob er Bandit ist oder nicht. Das war ein Crit. Geht für Sternhieb. Wie viel Schaden macht der? Ja, irgendwie finde ich da gar nichts heraus. Also ich habe halt viel weniger HP, ist die Sache. Aber wir können nochmal für Sternhieb gehen. Oh gut, Chris, oh gut. Der nächste killt mich. Und die Sache ist die, ich muss jetzt rauswechseln in der Theorie. Wie soll ich da rausgehen? Ich glaube, das ist GG, oder? Ich gehe für Sternhieb. Ja, aber ich weiß nicht mal, ob ein Crit sogar ausreicht. Ich weiß nicht mal, ob ein Crit ausreicht. Ich glaube, er müsste missen. Okay. Ist... Kriegst du wieder Blissey schneller? Nö. Also er muss gleich irgendwie einen Miss bekommen, ist die Sache. Er müsste irgendeinen Miss bekommen. Er müsste jetzt hier missen. Ich meine, er hat halt die Misschance und er überlegt vielleicht, maybe ich kann es hier noch safer spielen und mir Metagross noch mit Bullet Punch für später für Pixie aufsparen, was nice sein könnte. Das sehe ich. Er will es halt optimal spielen, ne? Weil wenn jetzt Metagross misst... Ich glaube, er überlegt gerade, wie schlimm ist es, wenn jetzt Metagross hier missen würde. Überlegt er wahrscheinlich gerade. Wie schlimm wäre das? Ja, und scheinbar wäre das zu schlimm. So wie ich mich hier einschätze, wäre das zu schlimm gewesen. Und deswegen geht er hier nach draußen. Aber nach draußen gegangen. So. Wie komme ich an Quagsire vorbei? Fable ist das beste Mon. Weil ich mich mit dem hochboosten kann. Problem ist, dann kommt irgendwann Bullet Punch von Metagross. Und ich glaube, er ist Bandit. Ich mache die Q. Q. Geht vom Damage. Der ist halt unaware wahrscheinlich. Er wird safe unaware sein. Weil er sich wahrscheinlich dachte, dass ich schon viele solcher Strats fahre mit Boost und so weiter. Geht der hart raus in Metagross? Ne, geht hart raus in Victory Bell. Mensch, ich hätte die Flamethrower. Ja, hätte keinen großen Unterschied gemacht. Victory Bell wird wahrscheinlich schneller als wir sein, ne? Ja, speziell. Ich glaube, ich hätte immer Flammenwurf drücken können. Einmal Flammenwurf hätte ich immer drücken können, glaube ich. Ja, mal für Flammenwurf. Vielleicht lebe ich einen auf das 1. Fable ist so eine Lusche. Ja, ganz genau. Okay, dann kommt Blissey hier rein. Wir gehen für Psychic. Wir haben die Spedef Drops Chance auf Quagsire. Geht er raus in Metagross? Nee. Wir haben Chance auf Spedef Drops, aber er kann ja halt immer toxicen. Damage, wollte gerade sagen, ist eigentlich okay, aber es war ein Crit. Also wenn ich jetzt nicht instant ins Bedelf-Drop bekomme,
und er sein Toxic kittet, dann gebe ich auf. Dann gebe ich auf. Crit. Die Sache ist die. Wir haben wieder gequittet. Auf Wild. Ich glaube, ich habe sogar Edelmut. Actually. Ich glaube, ich habe sogar Edelmut. Merke ich gerade. Was soll denn die Scheiße jetzt? Was für kein Speed-F-Drop, Junge. 20%. Nee, ich habe keine Kraftschaden. Vielleicht hat er ja keine Genesung. Keks, vielleicht hat er keine Genesung. Stell vorher keine Genesung dann. Ja, Toxic Scald Erdbeben. Vielleicht hat er keinen Recover. Echt dickes Kopium. Nochmal ein Crit. Gar nichts macht das, Junge. Erdbeben. Gib trotzdem auf. Ich will, dass er mir Genesung revealed. Ich will, dass er mir die Genesung revealed. Ja. Ich will, dass er mir zeigt, dass er die Genesung hat. Das Problem ist, er ist so... Ah, Godzilla, was geht? So, ungefähr bei 25%. Muss ich hier für Gearwurf gehen. Ich schaue heute wahrscheinlich keinen Superbowl. Ne, da habe ich leider während des Umzugs keine Zeit. Und es killt nicht. Erdbeben. Er will mir die Genesung nicht zeigen. Er will mir die Genesung nicht zeigen. Ich will jetzt diese Genesung sehen. Mensch, das ist so ein richtig wilder Move oder so. Zeig mir jetzt deine Genesung! Er wechselt raus! Er will mir die Genesung nicht zeigen. Er geht raus in Victory Bell. Zeig mir doch deine Genesung, Mann! Vielleicht hat er keine. Aber was wäre dann sein letzter Move? Den Toxic Damage bekomme ich 281, runter auf 193, okay. Ich gehe nochmal für Weichei. Ich sag, es ist mein Play. Match Bomb, okay. Ich sag, es ist mein Play. Crit. Unlucky. Vielleicht baitet er dich, dass er keine hat. Ja, wahrscheinlich baitet er mich, dass er keine hat. Safe hat er Genesung. Aber ich muss das hier gerade so spielen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier für Psyche gehe, dann killt er mich halt 2 Runden später, oder? Mit Poise zusammen killt mich das, glaube ich. Ich will Psychic. Hat über 50%, ist ganz nice. Lefties. Poison. Komm ich runter auf. Leben mir noch eine Matschbombe. Nee. Schade. Und ich weiß immer noch nicht, ob er Genesung spielt. No Reveal Zone. Man! Aber war eigentlich noch, glaube ich, relativ spannend gegen Ende.